Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Und gerade hat der Postbote geklingelt. Ich bin mal gespannt, was drin ist. Meine Schuhe sind es nicht. Schuhe sind größer. Warte ja noch auf einige Sachen. Was haben wir hier? 400, 400, 7002. Stilling Light. EU. Okay, machen wir mal das mit dem Weihnachtsbaum zuerst auf. Ah! Da wurde ich nämlich angefragt wegen einer Lichterkette. Also Lichterkette jetzt nicht wirklich, das ist jetzt eigentlich eher nur so ein Kupferschlauch. Mehr ist das nicht. Und gucken wir, ob ich den jetzt hier in Betrieb kriege. Der ist auch wasserdicht, so wie es aussieht. Wird hier raufgeschraubt irgendwie. Muss auch mal gucken, wie. Ah, hier haben wir es. So richtig rum. So, dann wird das hier festgeschraubt. So, und dann haben wir hier noch mal so einen Stecker. Der kommt dann eigentlich hier rauf. Aber eigentlich auch nicht. Eigentlich kommt der noch dazwischen. Ach, das ist wieder eine Technik. Ich sehe gerade, ihr seht ja auch nichts. So. Und zwar... Kommt so, wie ich gedacht habe. Es kommt hier ran. Könnte man auch direkt ohne Schalter machen. Das kommt hier ran. So. Ich habe heute voll Probleme mit diesen Plastikdingern. So, jetzt. Jetzt gucken wir, ob das reicht von der Länge hin. Natürlich wieder mal nicht. Naja. So. Könnt ihr das so sehen? Und dann mit der Fernbedienung den Nippel ab und... Ach so. Und dann leuchten die ja weiß-gelblich. Also im Prospekt sah es, also bei Amazon sah es so aus, wo sie mir angefragt haben, dass die gelblich leuchten, und ich wollte halt welche, die jetzt nicht pures Weiß haben. Und wir können die dann halt auch noch dimmen. So, finde ich ganz angenehm. Und vor allen Dingen, dass die jetzt habe ich dann eine separate Fernbedienung dazu. Ich kann auch 100%, 50% hier in Prozentzahlen runtergehen. Clear. So, blinken können wir machen. Boah. Jo, nee, das ist nicht meins. Denn sowas, was haben wir denn noch alles hier?
können wir alles machen. Off. Und das sind 15 Meter. Zu viele Kartons heute hier hinten. Das sind 15 Meter. Und die sind schön dünn. Mein Ziel ist es nämlich, die hinter dem Schrank anzubauen. Praktisch an der Seite hoch, eh mal rum. Also ich fange unten an, eh mal so lang, hinten hoch, so und dann an der Seite wieder runter. Und dann kann ich hier auch gleich noch ein bisschen hängen machen. Und dann ist mein Schrank indirekt beleuchtet und ich will halt hier hinten auch wieder, so wie jetzt die Lichterkette da hängt, möchte ich eigentlich auch wieder was haben. Und die sind klein und dünn. Die fallen so gut wie gar nicht auf. Und ich könnte die dann halt auch, oder kann sie dann halt separat mit einer Fernbedienung an- und abschalten. Das hat mich halt sehr gereizt dran. Und so, jetzt mal nochmal runter machen für den Balkon. Fast das gleiche Modell. Hier ist jetzt noch Folie drauf, also nicht, dass er denkt, das ist kaputt oder so. Das ist Folie, die kann man hier so abziehen. So. Und da haben wir hier so ein bisschen silbernen Kabel, wenn ihr den seht. Und dann halt den, wo die LEDs dran sind. Und dann habe ich halt durch den silbernen halt noch ein bisschen Spielraum, um mir die anzupassen, wo die hin sollen. Ich finde die Schalter schön, die sind hier hinter diesem Gummi. Finde ich toll. Im Gegensatz zu anderen, wo die dann halt offen liegen, sind die jetzt hier schön versteckt. Und selbst wenn Wasser rankommt, gehen sie nicht gleich kaputt. Aber man sieht halt nicht, ob on oder off ist. Und ihr seht, die leuchten jetzt nicht. Ich muss die jetzt erstmal rausstellen zum Aufladen. Ich werde, wenn ich den Schrank fertig habe, werde ich heute Abend noch mal ein kurzes Video machen. Und die werde ich aufladen. Und wenn ich die dann angebracht habe auf dem Balkon, das sind nur 10 Meter, werde ich auch noch mal ein kurzes Video machen, dass ihr sehen könnt, wo ich die verbaut habe. Und dann kann ich mal gucken, weil ich bin da noch ein bisschen skeptisch bei dem bisschen, weil es ist nur Draht. Könnt ihr das sehen? Hat das? Es ist nur Draht. Mit einer LED daran gelötet. Und ich weiß nicht, also soll eigentlich als Deko-Gegenstand sein, dass man damit praktisch Sachen umwickeln kann. Und dann soll das halt leuchten. Und dann sieht das halt abends schön aus. Und ich bin da noch ein bisschen skeptisch, ob das so hält und ob das so funktioniert. Aber mal gucken. Und hier fand ich es halt gut, wenn das auch wirklich so weiterhin funktioniert, wie das jetzt so funktioniert. Erstens sind es 15 Meter und es ist so scheiße dünn, weil es nur dieser kleine Draht ist. Den kann ich schön hinter der Schrankwand verstecken, verbauen, mit einer Reißzwecke dran batschen und dann ist das gut. So, das soll es jetzt soweit auch gewesen sein. Ich verabschiede mich jetzt. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, lasst einen Daumen oben da. Bis dahin, ahoi. Sagt euer Odin.